Eine neue Vorschau steht an für den Renntag im Pferdesportpark Karlshorst am Sonntag, den 12. Juni, wo auch dort endlich wieder Zuschauer erlaubt sind. Das wird auf jeden Fall mega cool und ich drücke die Daumen, dass das Wetter ein bisschen schöner wird als jetzt. Es hat wenigstens aufgehört zu regnen. Das ist ja schon mal was. Der Renntag hat definitiv einige Highlights. Natürlich vor allem der Sommer-Profi-Cup. Der steht im Fokus. Letzten Renntag, da wurde der Frühlingsprofi-Cup ausgetragen und den holte sich Dennis Spangenberg. Mit den meisten Punkten in den Wertungsläufen hat er den Titel bekommen. Auf dem zweiten Platz war Viktor Gens und auch diese beiden Fahrer werden sich jetzt am Sonntag wieder messen und es wird super spannend, wer sich diesmal den Titel holt. Verteidigt Dennis seinen Titel oder kommt doch Viktor an die Spitze oder freut sich ein Dritter? Es wird spannend, seid auf jeden Fall dabei. Drei Wertungsläufe werden ausgetragen und ein weiteres Highlight ist definitiv das hochbesetzte Trabreiten. Ich meine, hallo, Gary kommt. Gobelin ist mit Caro Grevening am Start. Max Smiley von Gestüt Lasbeck wird laufen und noch viele andere. Das wird definitiv ein richtig spannendes Rennen. Da sollten alle Augen drauf gerichtet sein. Und bevor das ganze Spektakel aber losgeht, sind auch noch einmal die Kleinen ganz groß. Die Minitraber sind los. Vor dem ersten Rennen gibt es das dritte Minitraber-Rennen 2020. Und ich bin mal so frei und tippe auf die Seriensiegerin Lolly, die sich mit Amy Fink vielleicht wieder die Spitze holen wird. Jetzt schauen wir aber erstmal rein, was die Aktiven zu sagen haben. Jetzt ab für die Vorinterviews. Ronald de Beer im ersten Rennen mit Calypso. Hast du eine Erklärung für die letzte Form? Weil die Formen davor, die waren ja eigentlich viel besser. Du hast gefragt nach Erklärung vor Calypso, letzte Laufen. Das haben wir. Die Lunge war nicht sauber. Ich glaube, der Anreizzeit war auch nicht so perfekt Form, da er ein bisschen müde war. Trotzdem läuft er noch in 18. Zeit, aber nach dem Rennverlauf hat er natürlich besser sein müssen. Weiß war auch. Heute soll er das sicher wieder verbessern. Die Leistung davor war gut. Und wir gehen davon aus, dass er eigentlich wieder unter der ersten drei ist. Dennis Spangenberg im ersten Rennen mit Spywalk. Dennis, beantworte mir kurz und knapp die Frage. Wird es dieselbe Renntaktik und dasselbe Ergebnis wie letzte Mal? Salve Donatella in Front und du dahinter? Ja. Du wolltest kurz und knapp. Werdet ihr auch so durchs Ziel fahren? Das will ich hoffen. Wenn Spywalk zweiter wird, dann bin ich schon sehr zufrieden. Er gibt immer stets sein Bestes und Salve Donatella hat sich dann die letzten Meter, als er losgefallen ist, nochmal ein bisschen lösen können. Das ist nicht seine Stärke, also Spywalks Stärke, so auf dem Ruck nochmal anzuziehen. Ich gehe aber vielleicht auch davon aus, dass Liesje Müller vielleicht noch ein bisschen besser vorbereitet ist als beim letzten Mal. Jetzt hat sie wieder ein normales Rennen im Bauch und vielleicht könnte sie sich jetzt darin mit noch einmischen. Anna Kunze im zweiten Rennen mit Edana. Die Stute kommt aus einer langen Pause. Wie hat sie die überstanden? Wie gefiel dir die Wiederquali? Und was erwartest du dir von diesem ersten Start nach der Pause? Sie musste leider verletzungsbedingt 9 Monate pausieren. Die Quali hatte sie letzte Woche in einer 18er Zeit abgelegt. Damit waren wir ganz zufrieden. Natürlich sind gute Gegner mit drin, so wie Blackstar. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir sie wieder schonend aufbauen. Sie wird auf jeden Fall noch ein paar Starts benötigen und wir sind positiver Dinge und müssen schauen, wie sich das ganze Rennen entwickelt. Linda Matzki im zweiten Rennen mit Miles United. Linda, der Wallach fängt sehr gut an. Spielst du seine Startschnelligkeit aus oder wirst du dich nach der langen Pause erstmal hinten hinlegen und abwarten? Ja, wir gucken natürlich erstmal, ob es vielleicht vom Trainer oder vielleicht sogar von der Besitzerin Ronja Walter eine Vorgabe gibt oder eine Anweisung. Die kennen natürlich das Pferd viel besser. Aber ich denke, dass wir erstmal die Startschnelligkeit ausspielen sollten. Man muss dazu sagen, dass ich das Pferd ja auch das erste Mal fahre und wir erstmal gucken müssen, wie wir harmonieren. Wie du schon gesagt hast, er kommt leider aus einer verletzungsbedingten Startpause, einer sehr langen Startpause. Den ersten Start in Dänemark habe ich gesehen, da war er hinterm Auto sehr hitzig. Da reagierte er auch in der Startphase mit einem Fehler und lag dann aussichtslos. Die letzten beiden Starts in Hamburg lief er gegen sehr starke Pferde. Zuletzt gegen Young Summerland und Jason Drängen.
Da muss man sagen, dass er es heute schon einfacher angetroffen hat, heute in Karlshorst. Da sind natürlich auch ordentliche Pferde drin. Das Pferd von André Pögel wird, denke ich mal, das zu schlagende Pferd sein. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, wie wir harmonieren. Wenn wir am Start erstmal gut wegkommen, im Trab wegkommen vom Flügel, dann werden wir, denke ich mal, ein Pferd fahren lassen und dann gucken wir, was zum Ende noch zu holen ist. Ich habe gehört, dass Ronja mit ihm am Strand trainiert hat sogar. Das hat wohl sehr gut funktioniert. Die Arbeitseindrücke sollen ganz gut sein. Er ist gesund und munter und dann schauen wir mal, wo wir am Sonntag landen. Roman Matzki im dritten Rennen mit Piece of Cake. Für die letzte Form hast du uns schon eine Erklärung abgegeben, das Heu war zu jung. Wir gehen also wieder von einer guten Form aus. Dann sollte sie in diesem Rennen auch eine gute Chance haben. Was gibst du dem Besitzer mit auf den Weg? Ja, das mit dem frischen Heu war die eine Erklärung. Wir haben unabhängig davon allen Pferden noch Blut abnehmen lassen und sie hat einen ausschleichenden Infekt gehabt. Ist jetzt aber wieder topfit, das Pferd, und macht einen guten Eindruck. In der Arbeit war sie gut. Ja, zum Bänderstart. Wir haben sie letztens im Bänderstart gehabt. Die hat eine Murphy-Klappe drauf gehabt, rechts, und die hat nicht gut gedreht. Die Murphy lassen wir weg beim nächsten Start jetzt mit Andreas und dann wird sie besser eintreten. Sie hat eine gute Nummer mit Start Nummer 3. Das Rennen ist überschaubar. Und wenn sie so ein bisschen zur alten Form zurückgefunden hat, glaube ich, dass sie eine reelle Chance hat, Dritter zu werden, bestimmt. Manfred Walter im dritten Rennen mit Caviar's Dream. In diesem Rennen scheint Caviar's Dream aus dem ersten Band wirklich ein starker Sieganwärter zu sein. Sehen Sie das genauso und kann Ihnen überhaupt jemand gefährlich werden? Ja, guten Tag. Es sieht für Caviar's Dream dieses Mal sehr günstig aus. Ja. Wobei ich allerdings immer nicht so viel auf Zeiten gebe mit seiner schnellen Zeit letztes Mal in Mariendorf. Die war natürlich schon nur mitgelaufen. Und das muss man schon einteilen. Und das ist auch 1900 Meter. Und was das in Karlshorst wäre, das kann ich nicht so direkt sagen. Aber er ist gut zu Wege, hat uns dabei allerdings beim letzten Start etwas enttäuscht. Mal gucken, wie er jetzt aus dem Band kommt, wie Bänderstadt ist. Und es ist natürlich für ihn mal eine ganz neue Bahn. Aber ich sehe auch schon, dass wir sie Chancen haben. Aber dass er jetzt der unbedingte Sieganwärter in dem Rennen ist, so sehe ich das nicht. Aber die Chance ist auf alle Fälle da. Lisa Hanikirsch im vierten Rennen mit Maxi Cup. Das Pferd ist laufgewaltig. Die letzten Rennen waren vielleicht etwas zu offensiv. Aber jetzt von der Nummer 1 wirst du nicht ganz so offensiv ins Rennen kommen können. Wie stellst du es dir vor, dass es Sonntag klappen könnte? Ja, also er wird auf jeden Fall ein ruhiges Rennen bekommen. Ja, mit der 1 bin ich sowieso gleich an der Endkante. Vielleicht habe ich Glück und ich schaffe es, ein gutes Führpferd zu bekommen. Und dann werde ich schauen, wenn es im Einlauf, wenn ich irgendwie rauskomme. Der Einlauf ist lange und dann schauen wir, wo wir sind. Ansonsten würde er ein ruhiges Rennen bekommen. Victor Gens im vierten Rennen mit Wischerie und Ibra Kadabra. Mit Maxi Cup, Smilla, Hudson Boko und Gentle Yankee hast du dir einige gute Gegner eingeladen. Eine Farbe übernimmt Dennis Spangenberg. Wie kam es zu der Verteilung und wie werdet ihr euch den Taktikplan ausmalen? Oder sagst du gar nichts zu Dennis und überlässt ihm seine eigene Taktik, da du ja auch einen guten Catch-Driver verpflichtet hast? Ja, zu der Farbenverteilung kam es ganz einfach, weil Wischerie sollte von Anfang an in diesem Rennen laufen und Ibra Kadabra eigentlich im Amateurfahren. Da ich Alicia von der Brücken allerdings nicht rechtzeitig erreicht hatte und sicherstellen konnte, ob sie auch da ist, haben wir spontan uns umentschlossen und deswegen fährt Dennis jetzt Ibra Kadabra. Eine Stalltaktik wird es geben, aber die werde ich jetzt hier nicht verraten. Und also mit Dennis harmoniert es sehr gut und ich denke, er wird gut mit Ibra Kadabra zurechtkommen. Victor Gens im fünften Rennen mit Nordmann. Den ersten Deutschlandstart gefiel er bei dir wieder recht gut, da Franne aber auch sehr übersichtlich gefahren und jede Lücke innen ausgenutzt hat, was die Moral sicherlich gestärkt hat. Dann den Start in Gelsenkirchen, da gefiel er nicht so gut. Woran lag das und wie siehst du das Starterfeld heute? Ja, Nordmann hat beim ersten Start schon besser gefallen, ist auch klar, weil die Gegnerschaft beim ersten Start in Karlsruhe ein bisschen einfacher war als jetzt zuletzt in Gelsenkirchen. Nichtsdestotrotz war die Bahn in Gelsenkirchen nicht optimal für seinen Beschlag. Er war ein bisschen ineffizient im Geläuf und das hat mir nicht ganz so gefallen. Ja, wir kehren jetzt wieder an die Wohlheide zurück und ich denke, dass wir wieder einen besser aufgelegten Nordmann sehen werden.
Ich habe ihn immer sehr gemocht als Rennpferd und hoffe, ihn mit der Zeit jetzt wieder formen zu können. Markus Gramüller im 5. Rennen mit River Flow. River Flow und Thorsten Tietz, ein Duo, das wir aus dem Derby 2019 kennen. Da kommt dieser Start jetzt in Karlshorst doch etwas unerwartet. Was steckt dahinter und wann werden wir River Flow wieder in gehobenen Aufgaben sehen können? Also der Start in Karlshorst kommt so zustande, dass wir vor 3 Wochen in Italien waren, unseren Startrhythmus beibehalten wollen, in Dagelfing leider kein Rennen vorgefunden haben. In Italien ist es auch nicht mehr so einfach, die sind meistens bei 45.000 geschlossen und in den Gran Premi haben wir zweite Reihe außen oder dritte Reihe bekommen, das wollen wir ihm auch nicht antun. Und darum besuchen wir jetzt seinen Lieblingsfahrer und er soll ein normales Rennen kriegen. Gehobene Rennen hat er noch genügend heute dieses Jahr. Wir müssen jetzt irgendwie noch Richtung September kommen. Wir versuchen vielleicht ein Rennen in Ungarn wahrzunehmen und die großen Rennen sind dann in der ersten, bei den Derby-Vorläufen, glaube ich, hat er das Auktionsrennen, dann hat er 14 Tage später die Derby-Revanche und dann noch die Breeders' Crown. Also wenn er so geht, wie wir meinen oder wie er es auch in Italien schon gezeigt hat, glaube ich, kann er noch viel Geld verdienen dieses Jahr. Stefan Dahl im 6. Rennen mit Veni Vidi Vici S. Bist du die Studie schon mal gefahren? Wie schätzt du deine Chancen und Gegner ein? Hallo Emma, du hattest mich gefragt nach Veni, ob ich sie schon mal gefahren habe. Ich habe sie schon öfters trainiert, bin sie aber noch nicht schnell gefahren oder im Rennen gefahren. Ja, der Trainer und die Besitzer haben natürlich Vertrauen zu mir. Ja, darüber freue ich mich sehr. Ja, dann hattest du noch gefragt, wie die Chancen sind und wie die Gegner sind. Meiner Meinung nach sind da 2, 3 Pferde drin, wie zum Beispiel Onmore Dream oder auch Quandor. Aber ich habe natürlich auch ein gutes Pferd zur Hand und wenn da einiges passt, denke ich mal, sind wir auch unter den ersten 3. Uwe Stamer im 6. Rennen mit One More Dream. Die Stute ist ja bekanntlich etwas schwierig. Was bedeutet das für das Rennen? Also eigentlich wollte ich in diesem Rennen gar nicht starten. Wir wollten, dass der Franz Josef in einem anderen Profirennen bis 8.500 Gewinnsumme startet. Dieses Rennen ist leider ausgefallen und zur äußersten Not habe ich mich bereit erklärt, dieses Pferd zu fahren. Wir haben die auch nicht ganz so tolle Startnummer 7. Allerdings ist es vielleicht ganz gut, dass man nicht da gerade an der Innenkante mit dem Pferd vom Start geht, weil an der Innenkante ist sie doch noch etwas unruhiger vom Start. Jeder kennt sie ja so ein bisschen. Ich denke, sie ist ähnlich gut wie viele andere. Und das Problem ist sicherlich auch, dass viele Amateurfahrer zum allerersten Mal mit ihren Pferden überhaupt an den Start gehen, weil das die Klasse bis 5.500. Also wie gesagt, wir haben eine gute Chance, eine Siegchance, weiß ich nicht. Aber wir müssen sie irgendwie vom Start kriegen. Das ist der Plan. Dennis Spangenberg im 7. Rennen mit Copernicus. Schätzt du Copernicus stärker ein als Lewandowski? Also vom Läuferischen her ist Copernicus für mich besser als Lewandowski, ja. Und vom Rest her? Also Lewandowski ist wahrscheinlich, ich werde mit Copernicus wahrscheinlich, ich muss gucken, wie es sich entwickelt. Er ist nicht ganz der Einfachste. Und ich muss sehen, wie ich am Start liege und was Lewandowski macht, ob er vielleicht im Front fährt. Er ist, glaube ich, jetzt auch nicht der allerschnellste Beginner. Und das muss ich halt ein bisschen abwiegen und dann muss ich sehen, was ich für ein Rennen bekomme. Wo liegt Lewandowski? Wann muss ich los? Wann muss ich ihn unter Druck setzen? Oder vielleicht komme ich auch in Front? Ich weiß es alles noch nicht, keine Ahnung. Aber wenn nichts schief läuft, denke ich, dass Copernicus gewinnen sollte. Ronald de Beer im 7. Rennen mit Chaplin. Mit Copernicus und Lewandowski sind 2 Pferde anderen Kalibers in diesem Rennen. Siehst du in Chaplin das Pferd für die Dreierwette oder siehst du noch ganz andere Gegner? Das sehe ich auch so. Mit Lewandowski und Copernicus sind 2 Gegner, die auf dem Moment besser sind als meine. Ich gehe davon aus, dass meine nicht schlecht ist. Wir haben operieren lassen im Februar einen Chip.
Letztes Mal lief der 17. Zeit, war 6. War noch nicht auf dem Punkt da. Ich glaube, eine kleine Steigerung soll da sein. Wenn er heute wieder in 17. Zeit läuft, denke ich, dass wir gerade aus der Dreierwette, nicht in der Dreierwette kommen. Mit, ich denke, in Hera, Braut Miguel, dass da dann auch noch Pferde sind, die genauso gut sind wie ihm. Aber sein Zeit kommt noch. Sein Rennen kommt Ende der Saison und dann soll er auch sein wahre Gesicht wieder zeigen. Aber heute noch nicht. Roman Matzki im 8. Rennen mit Peyton Manning. Ist diesmal Trabfahren angesagt oder sehen wir einen energischen Roman Matzki, der in der Dreierwette zu finden ist? Einen energischen Fahrer wird man da bestimmt nicht sehen. Natürlich ist Trabfahren angesagt, aber er ist auch wirklich gereift, der Bursche. War in der Qualifikation sehr gut, ist das erste Mal nach einem Jahr auf der Bahn gewesen. Ist toll eingetreten, hat das alles gut mitgemacht. Ich glaube, dass er eine reelle Chance hat, in der ersten Reihe zu sein. Natürlich muss er Trab gehen, das ist klar, aber ich glaube schon, dass wir eine gute Chance haben. Er hat einen guten Kopf, die Pferde sind überschaubar in dem Rennen und gehe ganz positiv ran an die Sache. Victor Gens im 8. Rennen mit Oh My Darling PS. Im Kampf ums zweite Geld machte sie dir beim letzten Start einen Fehler. Hast du eine Erkenntnis daraus gezogen? Und ich habe auch gehört, der Beschlag wurde verändert. Ja genau, beim Kampf um die besseren Gelder sprang sie mir leider durchs Ziel. Das war ärgerlich. Das sollte mir heute nicht passieren. Und wir haben auch ihr den Beschlag hinten verändert, sodass sie ein bisschen mehr Halt hat. Ich denke, dass wir dieses Mal Trab fahren und wieder im Kampf um die besseren Gelder angreifen können, denke ich. Roman Matzki im 9. Rennen mit Chimichurri. Ein Zwei-Pferde-Duell. Wer behält in deinen Augen das bessere Ende für sich? Ja, ich drücke beiden Fahrern die Daumen, weil beide sind oder waren Besitzer bei mir, aber natürlich drücke ich für Chimichurri die Daumen. Ich glaube, dass er ein Tick stärker ist als Maven Bo. Die Startphase wird, glaube ich, entscheidend sein. Wer in Front kommt, wird, glaube ich, zum Schluss gewinnen. Dennis Spangenberg im 9. Rennen mit Maven Bo. Was gibst du Bernd Nebel, der Mitbesitzer, der sie zum ersten Mal fährt, mit auf den Weg? Versuchen, die Front zu bekommen, um zu gewinnen, oder hinter Chimichurri einzuparken und vielleicht nur Zweiter zu werden? Bernd hat jetzt auch, glaube ich, länger nicht gefahren. Sie selbst ist ja noch nie gefahren. Aber sie ist total unkompliziert, einfach, sehr startschnell. Er muss natürlich am Start erstmal losfahren. Und ich gehe davon aus, dass er erstmal in Front kommt. Und da muss er, wenn Chimichurri kommt, vielleicht erstmal ein bisschen gegenhalten und ihn ein bisschen ärgern. Aber das muss er dann letztendlich selber wissen und entscheiden, was er macht. Wenn er ihn vorbeilässt, dann ist auch okay, dann liegt er zweites Pferd, dann muss er es mit der Einlauf probieren. Bleibt er in Front oder Chimichurri parkt hinter ihm ein oder Chimichurri geht außen rum oder weiß ich auch nicht so genau, was passiert. Aber diese beiden Pferde sollten eigentlich den Sieg unter sich ausmachen. Victor Gens im 10. Rennen mit Kaitani. Du hast das Pferd von Arge Postumus übernommen. In diesem Rennen wird jetzt nicht allzu viel verlangt. Kann man da den ersten Platz als Ziel sehen, da sie, wie ich denke, noch eine Nennung zum Stutenderby besitzt? Ja, Kaitani ist relativ neu bei uns im Stall. Sie bestreitet jetzt das erste Rennen. Ich verspreche mir eigentlich recht viel vom ersten Rennen. Wenn sie jetzt nicht gewinnt, gut, dann ist es so. Dann werden wir daran arbeiten, woran es gelegen hat. Aber ich habe doch schon eine sehr optimistische Meinung von ihr. Thomas Reber im 10. Rennen mit Nexus Prime. Thomas, sag uns, was du vorhast und wo wir dich im Ziel erwarten dürfen. Also ich habe Nexus Prime ja im Probelauf gefahren und da ging er ganz ordentlich. Er soll sich aber danach weiter gesteigert haben. Und wenn wir heute in der Platzierung sind, also unter den ersten vier, wären wir schon sehr zufrieden. 11. Rennen, das Trabreiten, das hochbesetzte Trabreiten. Gary, Gobelin, Max Smiley und andere Kandidaten. Wer macht das Rennen? Gary und Ronja Walter, dazu braucht man nicht mehr viel zu sagen. Das top eingespielte Dreamteam kennen wir schon aus ganz vielen Trabreiten. Dagegen steht Gobelin mit Caro Grevening, die ihr erst zweites Trabreiten absolviert. Der Probelauf der beiden, der hat aber schon richtig gut gefallen. Und Max Smiley mit Anna Kunze. Anna hat zwar schon einige Trabreiten absolviert, aber Max Smiley noch gar keins. Also es ist wirklich mega spannend, wer da das Rennen macht. Und ja, wir hören jetzt erstmal rein, was Ronja Walter zu Gary zu sagen hat.
Ronja, warum haben wir die Ehre, euch beide hier in Karlshorst zu empfangen? Und wer kann euch vom Sieg abhalten? Kann euch überhaupt jemand aufhalten? Am Sonntag geht es bei uns wieder nach Berlin-Karlshorst und wir uns natürlich sehr darüber freuen, dass wieder ein Rennen ausgeschrieben wurde, was auch jetzt stattfindet, dass genug Teilnehmer dabei sind. Natürlich ist Gary wieder dabei, wenn so ein schönes Rennen ausgeschrieben ist, wo er eine Zulage hat. Ja, es ist schon ein paar Jahre her, dass er dort gelaufen ist, aber ich denke nicht, dass er da Probleme haben wird. Eigentlich ist ihm das relativ egal, ob die Bahn rechts rum oder links rum geht. Letzten Start war er leider nicht ganz in Ordnung. Den Grund haben wir jetzt auch gefunden. Wir waren danach dann in Dänemark und haben ein bisschen entspanntes Wassertreten am Strand gemacht, was ihm, glaube ich, sehr gut gefallen hat. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was er Sonntag dazu sagt. Das Rennen ist nicht ganz so leicht. Gouvelet hat einen sehr guten Probelauf gemacht. Der sah sehr gut aus. Max Meidi, den habe ich in der Arbeit geritten. Das ist ein Pferd, was sehr viel Klasse hat, wenn der da Gefallen dran findet, dann kann das schon ein starker Gegner werden. Und genauso auf Flashback ist natürlich auch ein gutes Pferd. Das heißt, diesmal ist es nicht ganz so leicht, aber Gary wird sein Bestes geben, wie immer. Und dann schauen wir mal, wo wir landen. Und wir haben natürlich auch noch eine Stimme vom Trainer von Gobelin. Victor, bei der Starterangabe, da hörtest du dich sehr überzeugt an, Gary schlagen zu können. Aber Gary ist aus hartem Eisen geschnitzt. Naja, der Probelauf letzte Woche mit Caro war sehr, sehr gut und hat mich überzeugt. Und auch ein Gary ist nicht unschlagbar. Und ja, ich sehe gerne das Duell jetzt am Sonntag. Und ich habe noch zwei Stimmen zu Max Smiley eingefangen. Zunächst erstmal Lisa Hanikirsch, die Pflegerin. Lisa, Max Smiley ist noch nie ein Trabreiten gelaufen, aber habt ihr ihn zu Hause schon einmal getestet oder ist das jetzt komplettes Neuland für ihn? Nee, er wurde schon mal zu Hause getestet. Das war auch ganz ordentlich. Und ja, wir müssen mal schauen, wie er es rechts rum macht. Wir haben ihn links rum getestet. Und ja, mal schauen. Ja, wissen wir noch nicht. Die Gegnerschaft, ja, die hat's in sich. Denkst du, er kann da mitlaufen, wenn alles gut geht? Ich glaube, wenn Max Smiley ist, dann kann er da schon mitgehen. Also ich glaube nicht, dass er schlechter ist wie die zwei. Und natürlich noch einmal hier die Reiterin Anna Kunze mit einem kleinen Statement zu ihrem Ritt von Max Smiley. Ich freue mich, Max Smiley in seinem ersten Trabreiten zu reiten. Ich werde mein Bestes geben. Und ich bedanke mich auch nochmal recht herzlich bei Gestüt Lasbeck und beim Trainer Josef Franzi für diese Chance. Ja, ich würde sagen, da wartet ein mega spannendes Rennen auf uns. Macht es Gary, Max Smiley, Gobelin oder freut sich ein Dritter? Ich bin gespannt. Ronald de Beer im 12. Rennen mit Ian Greenwood. Das Pferd hat immer gute Platzierungen, aber wann reicht es mal wieder für einen Sieg? Die Platzierungen von Ian sind immer konstant gewesen in letzter Zeit. Also ich habe das letzte Mal gehofft, also auf den Sieg, muss ich sagen, dass er da nicht wirklich kämpfte mehr. Da habe ich auch meine Hand runtergenommen. Der läuft Donnerstag in Hamburg, gehe aus von einer guten Platzierung und vielleicht auch ein Sieg. Mochte nicht da den Sieg feststellen, dann hoffe ich Sonntag. Und hoffe ich, dass die Donnerstag noch eine gute Leistung bringt. Und Sonntag auch wieder. Ferdinand Hirsch im 12. Rennen mit Livestream. Ist Livestream schon wieder auf 100? Denn die Pferde wurden ja trainingstechnisch etwas runtergefahren, als du dich verletzt hast. Ich hoffe, es geht dir wieder gut. Nein, die Pferde haben angefangen wieder zu arbeiten seit 2 Wochen. Die arbeiten gut, aber ist noch nicht auf 100. Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Das waren die Stimmen der Aktiven zum Renntag am Sonntag in Karlshorst. Ich bin mega gespannt und ich freue mich auf den Renntag und ich hoffe, ihr auch.